Okay, guys, ready? Ready. All right. Oh, Peter, can you? Okay. So next session is in German. So it is all about GDPR and data privacy. Nico Gri, I'm sorry. How do I pronounce your last name? Nico. Screenauer, Nico. Grinoa. Okay, Nico. Open source enthusiast, Drupal Austria board member, multi community of the lead of secretary, founder of Alcono, right? And then Peter Hollander is an attorney. He's a specialist in data privacy. It's media and the marketing law. All right, so here you guys. Ja, hallo. Also, hallo. Hi. Wir sind da jetzt auf Deutsch. Ja. Also, ich fange einfach mal an. Wir sind die Alcono GmbH und unser Schwerpunkt ist Drupal Analyse und Digital Marketing. Unsere Firma ist tief im Open Source Umfeld verwurzelt und wir versuchen, möglichst viel zu contributen, sei es Code oder das Organisieren von Veranstaltungen oder Community Building. Wir verwenden natürlich auch primär Open Source. Und unsere Produkte bauen auf Drupal, Thunder, Mautic und Matomo auf. Das schätzen auch unsere Kunden. Einiges sieht man hier auf dem Slide. Wir sind auch sehr engagiert, was Datenschutz und alles drumherum betrifft. Und sind auch gleich, halt, Moment. Ja, das ist auch gleich unser Inhalt dieser Session. Weil viele User, aber auch große und kleine Agenturen sind noch mehr verunsichert, was man derzeit überhaupt machen darf und was nicht. Wir haben uns daher mit dem Rechtsanwalt Peter Hallander zusammengetan, der uns jetzt einen Überblick über das Topic geben wird und hoffentlich einige Dinge klarstellen wird. Das war es auch schon von mir und Peter wird jetzt übernehmen. Ja, ich bin Rechtsanwalt Peter Hallander. Mein Spezialgebiet ist IT- und Marketingrecht. Und heute geht es um das Teilthema Datenschutzrecht. Wie der Team Nico schon gesagt hat, seiner Agentur ist es extrem wichtig, die Dinge richtig zu machen. Deswegen hat er mich jetzt im Vorfeld der Mauticon gebeten, mir auch mal Mautic anzusehen und hier zu analysieren, wie das datenschutzrechtlich perfekt funktionieren könnte. Ja, und diese Challenge habe ich natürlich extrem gerne angenommen und mir das angesehen. So, jetzt hängt da die Präsentation. Genau, also solche Blicke wollen wir natürlich vermeiden. Und ich habe gleich mal einen Blick gemacht auf mautic.org Tour. Und dort steht wunderbar ein schönes Praxisbeispiel, wie Mautic funktioniert, wozu man es einsetzen kann. Und dann haben wir gedacht, das nehmen wir doch gleich als Paradebeispiel. Dann braucht man nichts erfinden für dieses Seminar. Was sagt Mautic? Ein User kommt auf die Webseite, dann hat man eine IP-Adresse und ein paar geografische Basisdaten. Dann surfen Sie durch die Website und irgendwann kommt das Call to Action Form. Das füllt der User freudig aus, spendet seine E-Mail-Adresse und zack, können wir den User schon mit E-Mails beglücken. Wir haben jetzt einen Known Visitor. Wir können den Known Visitor zu Kontaktsegmenten hinzufügen. Wir können auswerten, aus den Analysedaten, was hat sich der auf unserer Website angesehen, können ein Profil bauen, können ihn zu Kampagnen hinzufügen und dort können wir dann alles Mögliche machen, weitere E-Mails senden, ihn in unser CRM rüberschieben und irgendwann wissen wir so viel über den User, dass wir ihn ganz direkt kontaktieren können. Ja. Das ist jetzt die Idealvorstellung. Und jetzt schauen wir, wie sehr diese Idealvorstellung mit Datenschutzrecht zusammenspielt. Wenn wir jetzt über Datenschutzrecht reden, dann fangen wir gleich an, das in Verarbeitungsvorgänge zu zerlegen. Wir haben hier mal ein ganz klares Tracking. Wir haben ein Profiling. Wir haben ein Formular, über das wir Daten erhalten. Wir haben ein Newsletter, sage ich jetzt mal, also irgendeine Art von E-Mail-Marketing-Kampagne. Wir haben Daten, die über API kommen und wir haben dann am Schluss den
direkten Kontakt zum Kunden, um den dann zu überzeugen, dass er unsere Produkte verkauft. Wie schaut das aus? Tracking, Profiling ist ja mittlerweile datenschutzrechtlich zweifach geregelt, einmal in der Datenschutzgrundverordnung und einmal in der E-Privacy-Richtlinie, die in Deutschland im Telemediengesetz umgesetzt wurde, etwas botschert. Da hat es bis zum Deutschen Bundesgerichtshof und hinauf müssen und zum Europäischen Gerichtshof, um festzustellen, ja, den Text muss man ganz anders lesen, als er eigentlich dort steht, und dann ist alles richtig. Und in Österreich im Telekommunikationsgesetz, auch dort wurde der Text so verwurschtet, dass er kaum lesbar ist. Also das hat der Gesetzgeber offensichtlich gut drauf, eine an und für sich klar verständliche europäische Richtlinie national verbockt umzusetzen. Zweck dieser Datenverarbeitung ist Analyse zur Profilbildung und Segmentierung. Wir sind hier also in einem deutlich anderen Bereich als bei einer Website-Analyse via Matomo, die so mal basismäßig vielleicht dazu dient, dass wir Fehler in der Website erkennen, dass wir Verbesserungspotenziale in der Website erkennen. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie könnte da die Rechtsgrundlage denn aussehen? Der Traum aller Marketer ist immer zu sagen, das ist ja technisch notwendig, geht gar nicht anders. Und es liegt in meinem berechtigten Interesse. Die technische Notwendigkeit kommt eher aus dem E-Privacy-Bereich. Wenn wir Daten am Endgerät des Users speichern wollen oder von dort auslesen wollen, dann dürfen wir das, wenn es technisch unbedingt notwendig ist, um einen vom Benutzer gewünschten Dienst zur Verfügung zu stellen. Nun, der Benutzer wünscht sich eine Info über die Website. Er wünscht sich leider nicht, das ist mittlerweile auch nachgewiesen und geklärt, dass er dafür durch und durch getrackt wird und ein Profil gebildet wird. Also ist das mal dazu nicht technisch notwendig. Es liegt daher auch nicht in unserem berechtigten Interesse. Und wir brauchen eine Einwilligung des Users. Die Einwilligung holt man sich am leichtesten über diese Datenschutz-Pop-ups, die man jetzt auf sehr vielen Websites sieht. Die schlechte Nachricht für alle, die jetzt Performance-Marketing betreiben wollen, das performt nicht ganz so gut. Es ist so, dass ja, je nachdem, wie rechtskonform das Pop-up ausgestaltet ist, circa 5 bis maximal 20% der User ihre Einwilligung abgeben. Wer eher bei den 20% ist, hat ein extrem starkes Indiz dafür, dass das Pop-up nicht rechtskonform ausgestaltet ist und dass er da mal ein bisschen darüber nachdenken sollte. Jetzt brauchen wir die Einwilligung schon mal, dass wir den User tracken, um ihn auszuwerten. Jetzt gibt es auch noch das separate Thema. Wir wollen das dann auch mit anderen Daten verknüpfen im CRM. Auch davon muss die auch das muss die Einwilligung umfassen. Und wenn wir dann ein Profiling machen wollen, auch das muss hier mit dabei sein. Das heißt, bereits im allerersten Schritt werden wir viele User-Daten dadurch verlieren, dass wir eine Einwilligung brauchen, was den Spaß an der Sache sicherlich deutlich bremst, wo aber kein Weg daran vorbeiführt. Also hier irgendwie bei einer Analyse, wo man die tatsächlich dazu dient, einzelne User so zu identifizieren, dass man sie dann später Personen zuordnen kann, die Daten, das geht nur mit Einwilligung. Das ist nämlich einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt eine Datenschutzgrundverordnung bekommen haben, dass der Gesetzgeber gesagt hat, dieses heimliche, stille Verfolgen im Hintergrund von Userbewegungen, das gehört untersagt. Also da führt leider kein Weg dazu hin, dass das ohne Einwilligung funktioniert. Wenn jetzt der User dann ein Formular ausfüllt, dann gibt es hier verschiedene Arten von Formularen. Vielleicht will er nur eine Info anfordern, irgendeine Broschüre oder dergleichen. Das ist noch relativ harmlos. Das würde für sich alleine jetzt keine Einwilligung benötigen. Also bei so einem Formular, bitte schickt mir Informationen, brauche ich für den einmaligen Vorgang hier Informationen zu erhalten, auch keine Datenschutz-Checkbox bei dem Formular.
Es kann ein Gewinnspiel sein, auch das wird oft zum Datensammeln verwendet. Dort Vorsicht, beim Gewinnspiel haben wir als Rechtsgrundlage einen Gewinnspielvertrag, haben also einen Vertrag als datenschutzrechtliche Grundlage. Dort benötigen wir dann keine separate Einwilligung fürs Gewinnspiel. Aber wenn wir jetzt einen Newsletter dazuhängen wollen, dann braucht es eine eigene Checkbox für diesen E-Mail-Newsletter. Das auch heißt, auch hier wird man, wenn man so wie es in dem Beispiel beschrieben ist, die Menschen danach mit Werbe-E-Mails beglücken will, eine zusätzliche Checkbox benötigen, die auch hier wieder die Conversion behindert und die Rate der Einwilligungen deutlich senkt. Das Gleiche gilt für einen Whitepaper-Download, wobei diese beiden Beispiele etwas unterschiedlich zu sehen sind. Die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gewinnspiel ist jetzt eigentlich wertlos. Das heißt, dort schlägt das Koppelungsverbot zu. Ich kann also das Gewinnspiel nicht zwangsverpflichtend sagen, wenn du jetzt an einem Gewinnspiel teilnimmst, bekommst du unseren Newsletter und Punkt, sondern ich muss den Newsletter optional machen. Beim White Paper, wenn das entsprechend inhaltlich ausgeprägt ist, besteht hingegen ein realer Wert. Dort kann ich doch sagen, dass man jetzt sich zum Beispiel zum Newsletter anmelden muss oder dergleichen, weil da kann ich das System bezahlen mit Daten machen. Ähnlich wie man es zum Beispiel kennt von Online-Zeitungen, österreichische Zeitungen haben hier tatsächlich eine Vorreiterrolle gehabt in Europa. Der Standard war der erste, der das bei der Datenschutzbehörde durchgefochten hat. Beim Standard kann man entweder ein paar Euro im Monat zahlen, um Online-Zeitung lesen zu können, oder man gibt seine Daten her und es wird personenbezogene Werbung geschalten, dann bezahlt man auf diese Art. Wenn Marktwert, Newsletter-Abo auf der einen Seite, wo man seine E-Mail-Adresse preisgibt, und Whitepaper auf der anderen Seite übereinstimmen, dann geht dieses Bezahlen mit Daten. Dort wäre es also durchaus denkbar, dass man das verpflichtend macht. Wenn man es nicht so machen will, gibt es auch nur eine Lösung. Man sagt, Gewinnspiel ist nur zugänglich für Newsletter-Abonnenten. Der Weg funktioniert erstaunlicherweise, ist aber klar, ich darf mein Newsletter schmackhaft machen und kann den natürlich mit exklusiven Zusatzfeatures verbinden, die nicht jedermann offen stehen. So rum würde es funktionieren. Beim Newsletter oder bei der E-Mail-Werbung, da ist der Zweck dann Werbung. Hier brauche ich ganz klar, steht eindeutig im Gesetz, die Einwilligung des Adressaten. Da bitte unbedingt mit Double Opt-in arbeiten, sofern der User nicht bereits anderweitig authentifiziert ist. Wenn ich in einer Website einen eingeloggten User habe, dessen E-Mail-Adresse bereits im Rahmen des Login mit Double Opt-in abgeglichen wurde, da brauche ich dann gerade nicht nochmal natürlich einen Double Opt-in, sondern dort reicht tatsächlich, wenn der anhakt, ich hätte gern den Newsletter. Achtung, überall hier gilt, wo der User eine Einwilligung gibt, muss es auch eine Widerrufsmöglichkeit geben. Das heißt, auch die Abbestellmöglichkeit des Newsletters bitte vorsehen. Und wichtig, der Widerruf muss so einfach sein wie das Bestellen. Das heißt, wenn ich mit einem Klick bestellen kann, muss ich auch mit einem Klick abbestellen können. Kompliziertere Möglichkeiten wären hier klar gesetzwidrig und würden die gesamte Einwilligung zunichte machen. Wenn man ein Newsletter-Abo hat, dann muss man auch dem User sagen, was er hier abonniert. Man kann also sagen, dass er News zu Events und Aktionen erhält oder so. Er muss wissen, bei welcher Firma abonniert er den Newsletter. Das heißt, eine Formulierung, E-Mail-Werbung von uns und unseren Partnerfirmen, die nicht konkret aufgezählt sind, würde auch nicht ausreichen. Also wenn man die Einwilligung für mehrere Unternehmen einholt, dann müsste man die immer im Klartext aufzählen. Wirkt natürlich abschreckend, wird auch die Rate senken. Es gibt hier dann eine Ausnahme für Bestandskunden.
Die gibt es sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Die hat auch verdammt komplexe Voraussetzungen. Wenn ich die E-Mail-Adresse einkassiere, während ich jetzt eine Ware oder eine Dienstleistung verkaufe und denjenigen, von dem ich die Adresse einkassiere, also von meinem Kunden, wenn ich dem klar und deutlich darauf aufmerksam mache, dass er ab jetzt E-Mail-Werbung erhalten wird und er dabei nicht widerspricht, dann kann ich ihm für eigene und ähnliche Waren Werbung zusenden. Das klingt jetzt gar nicht so wild am ersten Augenblick, das hat die Rechtsprechung dann so gemacht, dass es kaum brauchbar ist. Einerseits ist es wichtig, es geht eben nur für Kunden. Andererseits ist es ganz wichtig, dass der eben die einfache Möglichkeit hat, dem sofort zu widersprechen und zu sagen, das will ich nicht. Das heißt, wir brauchen erst recht, wenn wir jetzt in Online-Formularen denken, wieder eine Checkbox, wo er Hackerl setzen kann, dass er den Newsletter nicht will. Das Problem daran, diese Konstruktion kommt kaum vor. Hat einen guten Grund, zu dem kommen wir später noch. Jetzt wird jemand das Hackerl nicht setzen, bekommt den Newsletter und wird auszucken, weil er sagt, Leute, ich habe das Hackerl nicht gesetzt, ich habe hier nicht zugestimmt, weil er es gar nicht gelesen hat. Er hat nur E-Mail-Werbung oder Newsletter aus dem Augenwinkel gesehen und hat schon gewusst, diese Checkbox rollt sich nicht an, sonst ist meine Inbox voll. Das heißt, er wird sie ärgern und sie vielleicht auf Social Media oder bei irgendeiner Google-Bewertung oder so auslassen und seine Meinung sagen, bitte dort nichts bestellen, die spammen euch zu. Keine gute Idee. Es ist auch deswegen keine gute Idee, weil es nur für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen gilt. Und da sagt die Rechtsprechung, ähnlich ist es nur dann, wenn es das gekaufte Produkt ersetzen kann. Wenn ich jetzt Elektrohändler bin und bei mir kauft jemand einen Küchenherd, dann kann ich ihm keine Werbung für einen Geschirrspüler schicken. Ich hätte früher gesagt, ist ein ähnliches Produkt, weil Kategorie Haushalt Elektrogeräte. Die Rechtsprechung sagt, nein, ein ähnliches Produkt ist ein Küchenherd. Nur, wenn heute jemand ein Küchenherd kauft, wann kauft er den nächsten? Sicher nicht nächste Woche. Ergo wäre hier eine Kampagne total sinnlos. Ja, und daher funktioniert diese Methode maximal bei Hotels oder so, weil die verkaufen Zimmer, Zimmer und wieder Zimmer. Und da würde das tatsächlich funktionieren. Dort muss man dann aber noch vor dem Versand die Robinson-Liste abgleichen, weil wenn sich dort jemand generell gegen Werbung outgeoptet hat, dann muss man das auch respektieren. Das heißt, es ist, hat viele Fallstricke, es ist kompliziert. Und daher meine Empfehlung immer, E-Mail-Werbung nur mit Einwilligung. Wenn man, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt zu Mautic, die Öffnung des Newsletters dann tracken will, um damit wieder eine Marketingaktion auszulösen. Kunde hat den Newsletter geöffnet, hurra, nächste Aktion läuft los, Kunde wird am nächsten Weg kontaktiert, dann brauche ich auch dafür eine Einwilligung. Und zwar eine separate Einwilligung, macht es wieder komplizierter. Und beim Newsletter, wie vorher schon angesprochen, gibt es das Koppelungsverbot. Das Koppelungsverbot bedeutet, dass ich den Newsletter jetzt nicht zwangsweise mit irgendetwas anderem verknüpfen kann. Das Paradebeispiel ist da eben ein Gewinnspiel. Früher war es gang und gäbe, wenn man bei einem Gewinnspiel teilnehmen wollte, musste man seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hergeben für E-Mail oder SMS-Werbung das ist illegal, außer in den seltenen Fällen, wo tatsächlich eine solide, geldwerte Leistung gegenübersteht. Da muss man dann aber auch nachweisen, dass sich diese Leistung auch sonst am Markt verkaufen würde. Da tut sich das Beispiel Tageszeitung sehr leicht. Die haben den Nachweis, dass sie für relativ viele Euro pro Monat von tausenden Kunden gekauft werden und dass das Online-Lesen gegen Spende von ein paar personenbezogenen Daten tatsächlich ein faires Angebot ist. Ja, wenn man jetzt Daten an Dritte weiterleitet,
dann braucht man auch hierzu wieder eine Einwilligung. Das heißt, immer dann, wenn ich Daten weitergebe, speziell Daten, wo ich selbst schon eine Einwilligung benötigt habe, dann braucht es auch für die Weitergabe an Dritte eine Einwilligung, die dann entweder gleich mit umfasst ist oder in manchen Fällen auch separat sein muss. Auf jeden Fall muss der User wissen, dass die Daten an Dritte weitergegeben werden. Anders ist es, wenn ich Daten von Dritten erhalte, also wenn ich aus externen Quellen Daten zukaufe. Da gibt es nämlich eine eigene Regelung in der Datenschutzgrundverordnung für Daten, die ich nicht direkt vom Benutzer bekommen habe. Und die sagt, dass ich die Betroffenen spätestens binnen 4 Wochen informieren muss, dass ich die Daten von ihnen erhalten habe, außer es ist mir nicht zumutbar. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben so viele User, die alle einzeln zu informieren, ist nicht zumutbar. Das wird allerdings kritisch, gerade wenn man jetzt so eine automatisierte Marketingkampagne betreibt, wo alles wie am Schnürchen läuft und die genau darauf ausgerichtet ist, möglichst alle diese Menschen möglichst oft direkt zu kontaktieren. Dort wird es dann ganz schwierig sein, gegenüber der Datenschutzbehörde zu behaupten, naja, aber das war so fad, das war uns nicht zumutbar, dass wir die kontaktieren und ihnen sagen, wir haben Daten über euch gekauft. Also auch hier ein ganz grober Fallstrick, den man beachten sollte. Wenn man Daten von Dritten kauft, braucht es auch hier eine Rechtmäßigkeitsprüfung, um zu schauen, ob das überhaupt zulässig ist. Das heißt, wenn man so eine Kampagne aufsetzt, gibt es wirklich extrem viele Punkte, die einer kontrollieren muss, der sich mit Datenschutz tatsächlich tiefgehend auskennt und der diese Sachverhalte korrekt beurteilen kann, weil ansonsten lauert tatsächlich ein Fallstrick nach dem anderen. Wenn man jetzt direkt Kontakt aufnehmen will, so der letzte Step in der Tour bei Mountic, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten einfach zum Telefon greifen und den anrufen und sagen, hey, du hast jetzt von uns schon 10 Newsletter gelesen, du hast dich auf Social Media engagiert, du hast hier Kommentare hinterlassen und du hast in der Website das angesehen, ich rufe dich jetzt an. Telefonische Anrufe zu Werbezwecke sind seit Ewigkeiten nur mit Einwilligung zulässig. So zumindest in Österreich. In Deutschland ist die Regelung geringfügig anders. In Deutschland ist es dann zulässig, wenn man einen Unternehmer anruft, wenn man ein ganz spezielles Angebot hat, das wirklich für den eher maßgeschneidert ist. Also wenn ich Computermonitore verkaufe, darf ich das nicht telefonisch tun, weil das ist ein Produkt, das tatsächlich jeden Unternehmer betrifft und gerade nicht für irgendjemanden speziell maßgeschneidert ist. Wenn ich allerdings jetzt eine spezielle ultra neue Filmkamera verkaufe, die nur für ganz bestimmte Filmstudios brauchbar ist, dann dürfte ich diese Handvoll Filmstudios in Deutschland anrufen und denen sagen, Leute, wir haben jetzt die beste Kamera für euch, wollt ihr euch die nicht anschauen? Das wäre in Deutschland zulässig, in Österreich auch nicht. Bei E-Mail-Werbung haben wir schon gehört, Einwilligung. Das gleiche gilt natürlich für Private Messages via Social Media. Auch hier benötige ich grundsätzlich die Einwilligung. Minimal liberaler ist es auf den Plattformen Xing und LinkedIn, wo ein bisschen anchatten, kontaktieren und Geschäftsanbahnen im grünen Bereich ist. Dort ist das über die Geschäftsbedingungen geregelt. Aber auch dort würde ich grobe Vorsicht walten lassen, weil sehr viele Benutzer gerade darauf überhaupt nicht stehen. Ja, und zu guter Letzt, für Online-Marketer der unattraktivste Weg bleibt die Briefpost. Die kann man weiterhin schicken, ohne Einwilligung. Man braucht, wenn sie zu Werbezwecken versandt wird, auch hier einen kleinen Datenschutzpassus. Aber ja, der ist aufs Papier gedruckt und tut nicht weh, ist aber jetzt im Bereich Marketing-Automatisierung wohl eher die fadeste Methode. Ja. Aber die Einwilligungsfrei.
Jetzt war schon im Vorfeld beim Vorbereiten die Frage, ja, wie lange darf ich die Daten jetzt aufbehalten? Das ist relativ einfach. Die Datenschutzgrundverordnung sagt einmal, wenn der Benutzer widerspricht, dass seine Daten zu Werbezwecken verwendet werden, dann löschen. Wenn er seine Einwilligungen widerruft, dann löschen. Wenn man die Daten unrechtmäßig erworben hat, dann löschen. Ja, das ist bei sehr vielen Marketing-Datenbeständen tatsächlich der Fall, dass die im groben Stil unrechtmäßig erworben wurden, weil keine Einwilligung vorliegt, aber rechtlich eine notwendig wäre. Und wenn der Verarbeitungszweck wegfällt, das heißt, wenn ich hier so Marketing-Automatisierung betreibe, der Benutzer schon länger nicht mehr da war und ich die Daten aktuell eigentlich nicht mehr brauche, nur Daten aufheben, frei nach dem Motto, schauen wir mal, irgendwann werden wir schon wieder eine neue Idee haben, was man mit diesen Daten tun könnte, das ist viel zu dünn, dann müsste man die Daten löschen. Das heißt, sinnvollerweise gibt es dann in so einem Datensystem auch Löschkriterien, die automatisiert sind, weil man ansonsten das nicht handeln können wird. Also, dass man sie dann zur Marketing-Datenbank am 2. Jänner hinsetzt, wieder nüchtern nach Neujahr und sagt so, und heute haben wir mal ein bisschen Daten löschen und scrollen da mal durch, wenn wir nicht mehr brauchen. Das wird in der Praxis sicher nicht funktionieren. Also da ist Automatisierung dann auch tatsächlich angesagt. Was muss man jetzt alles erledigen? Content Management, also tatsächlich schauen, wofür brauche ich Einwilligungen, und wir haben jetzt schon gesehen, leider an sehr, sehr vielen Ecken und Schritten. Fürs Tracking das Pop-up richtig konfigurieren und das so einstellen, dass das Mautic-Tracking überhaupt erst nach der Einwilligung des Benutzers losläuft. Bei Formularen die richtig gestalten und bei den Einwilligungen auch schauen, dass Verarbeitungsvorgänge, die jetzt nicht zwangsläufig zusammengehören, im Idealfall auch einzeln auswählbar sind. Die Einwilligungstexte korrekt formulieren. Da ist besonders wichtig, dass hier alle Kriterien der DSGVO erfüllt sind. Menschen, die hier nicht geübt sind, das zu schreiben, werden sich hier ziemlich schwer tun, diese Anforderungen zu erfüllen. Und dann ist ganz wichtig, dass der Benutzer die Tragweite der Datenverarbeitung erkennt. Das heißt, irgendein Schönsprech, der nur darauf angelegt ist, dass man die Leute in Sicherheit wiegt, ja, funktioniert nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass man den Menschen verkauft hat, dass Retargeting-Maßnahmen nur dazu dienen, ihnen ein besseres Benutzererlebnis zu bescheren. Ja, nö. Retargeting-Maßnahmen dienen primär dazu, dass Daten an Dritte weitergegeben werden, diese die Daten mittels KI verarbeiten, schrägstrich gleich auslesen, in der Lage sind, die Websites zu analysieren, die Inhalte zu verstehen, die Inhalte dann den User-Profil zuzuordnen, dort eine Segmentierung und ein Profiling vorzunehmen, um dann den User mittels Browser-Fingerprinting quer durchs Internet wiederzufinden und ihm personenbezogen die treffsicher ideale Werbung auszuspielen von demjenigen, der am meisten dafür zahlt. Und da ist es tatsächlich eben so, wenn man jetzt bei der Einwilligung nur sagt, obwohl man Retargeting macht, willige ein, dass wir deine Daten verarbeiten, um dir ein schöneres Interneterlebnis zu bescheren, dass diese Einwilligung rechtsunwirksam ist. Wenn ich dem User nicht im Klartext sage, so dass der halbwegs beurteilen kann, was mit seinen Daten in weiterer Folge passiert, dann ist die Einwilligung unwirksam. Dann kann ich mir den Gesamtaufwand sparen. Ich habe dann zwar eine bessere Optik, weil es am ersten Blick so ausschaut, ah, der holt die Einwilligung ein, aber sobald ein Datenschutzexperte draufschaut, ist glasklar, das ist alles nichtig. Es braucht dann eine Datenschutzerklärung, die sinnvollerweise mit dem Pop-up und den Einwilligungstexten zusammenspielen sollte. Also ich habe schon viele Websites gesehen, wo
hier im Pop-up ganz etwas anderes gemacht wurde, als im Einwilligungstext drinnen stand, und in der Datenschutzerklärung stand wieder eine ganz andere Version, ja, und mit anderen Rechtsgrundlagen und. Also das macht auch keinen Sinn. Braucht natürlich Basicer Impressum. Es braucht einen Auftragsverarbeitervertrag, wenn man Mautic als Software-as-a-Service irgendwo bucht mit dem Software-as-a-Service-Anbieter, braucht Auftragsverarbeiterverträge mit Maildiensten zum Beispiel. Aktuell ein neues Hindernis, oft sitzen Dienstebetreiber in den USA. Hier ist ja das Privacy Shield gekippt worden. Standardverarbeitungsklauseln können maximal eine Scheinnotlösung darstellen, weil der Europäische Gerichtshof in Wahrheit schon dazu gesagt hat, dass die in diesem Zusammenhang auch nicht funktionieren. Also alles, was jetzt US-Dienste betrifft, ist ein extra schwieriges Thema hier. Und unter Umständen auch noch einen Vertrag über die gemeinsame Verantwortung der Datenverarbeitung, wenn man mit Dritten zusammenarbeitet, diese Daten halten, Einsicht erhalten oder auch Daten liefern. Also durchwegs eine komplexe Angelegenheit. Ja, kurze Werbung in eigener Sache. Wir haben so ein Pop-up entwickelt, das tatsächlich maximalen Wert darauf legt, rechtskonform zu sein. LegalWeb.io, wir werden jetzt in den nächsten Wochen hier auch Mautic einbauen, nachdem wir jetzt auf diesen wunderbaren Dienst gestoßen sind, so dass man auch hier die Einwilligung zur Mautic-Analyse dann darüber abwickeln kann. Gibt es derzeit für WordPress, dank Nico für Drupal die anderen Content-Management-Systeme sollten auch bis Jahresende am Start stehen. Ja, und damit gebe ich wieder retour an den Nico und an alle, die Fragen haben. Ja, jetzt wäre Zeit für Questions und Answers, falls jemand welche da sind. Ich habe jetzt nur ganz kurz geschaut. Die einzige Frage, die habe ich gestellt jetzt einmal. Und zwar ist die Frage, wenn ich verschiedene Verwendungszwecke habe, brauche ich da wirklich für jeden Einzelnen eine Checkbox? Das heißt, man könnte dann 5 Checkboxen anhackeln müssen, wenn ich, wir möchten sie tracken, wenn sie unsere Mails, wohin sie auf unsere Mails klicken. Wir möchten tracken, ob sie unsere Mail geöffnet haben. Und diese alle, oder kann man das auch vereinheitlichen? Gibt es da irgendeinen etwas, was man auch schreiben kann und dann bindlich ist? Oder gibt es sowas nicht? Also alles in eines Einwilligung reinzugeben, geht eher dann noch, wenn es tatsächlich, sage ich mal, sehr einheitliche Verarbeitungsvorgänge sind. Ja, also wenn man jetzt einen E-Mail-Newsletter hat, dann kann und für den eine Einwilligung braucht, könnte man aus meiner Sicht darüber diskutieren, ob jetzt das Newsletter-Tracking nicht gleich mit abgefragt werden kann und keine separate Einwilligung braucht, wenn das Newsletter-Tracking dazu dient, dass es einfach zur Inhaltsoptimierung des Newsletters dient, ja, um zu schauen, welche Artikel interessieren denn unsere Leser, welche nicht, welcher Schreibstil kommt besser an, welcher Autor kommt besser an. Sobald aber eine E-Mail-Werbung dann tatsächlich dazu verwendet wird, um ein Klickverhalten dazu herzunehmen, um hier Benutzerprofile aufzubauen, dann ist es von der E-Mail-Werbung an und für sich tatsächlich sehr separater Schritt, ja, was man auch gut daran sieht, dass man den im Mautic Backend ja auch tatsächlich als separaten Schritt konfigurieren würde, der jetzt auch für den Endbenutzer, der den Newsletter abonniert, als eine Einheit gesehen wird. Und da würden jetzt Datenschutzbehörden, wenn sie genau hinschauen, wohl sagen, dass das ein klarer Fall ist, wo man für eine Auswertung zum Zweck des Profilings und zum Zweck der Setzung weiterer Marketing-Schritte, dass es hier eine getrennte Einwilligung braucht. Ja.
Das klingt jetzt natürlich für jeden, der sich mit diesen Marketingformen beschäftigt, fürchterlich praxisfern, weil glasklar ist, dass diese Einwilligung nicht passieren wird. Ja, weil wenn ich jetzt da so einen kleinen Multiple-Choice-Test ausfüllen muss, nur damit ich einen Newsletter abonnieren kann, wird die erste Folge mal sein, dass wahrscheinlich überhaupt kein Newsletter mehr abonniert wird, weil die Leute sagen, ich bin ja 10 Checkboxen für einen Newsletter, interessiert mich nicht. Es ist ja eine Checkbox für einen Newsletter schon eine große Challenge, dass die überhaupt geklickt wird. Und die User dann sagen, was mein Klickverhalten analysieren, um zu entscheiden, wie er mich weiter bewerbt, na, das interessiert mich noch weniger. Und damit sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wo die Datenschützer sagen, Ziel erreicht. Datenverarbeitung nur in dem Ausmaß, wie es die Benutzer wollen, und das wollen sie genau nicht. Ja. Also das ist hier genau die Problemstellung, mit der man sich hier tatsächlich anfreunden muss, dass Datenschutz, dass die Wünsche und Erwartungen der Benutzer sehr realistisch in den Vordergrund treten. So, bestehende Kunden kann man Angebote zu ähnlichen Produkten schicken ohne Einwilligung. Ja, hier gibt es eben für E-Mail-Werbung eine Ausnahme. Allerdings bestehende Kunden nur dann, wenn die zum Zeitpunkt der Datenerfassung, also da, wo ich die E-Mail-Adresse von den Kunden bekommen habe, klar und eindeutig den Hinweis bekommen haben, Leute, ab jetzt gibt es E-Mail-Werbung. Außer ihr wollt das nicht, dann bitte Kreuzerl hier. Und ich habe die Frage schon total oft gekriegt, und wenn ich dann gefragt habe, und habt die Newsletter in eurer Daten, die E-Mail-Adressen bei den bestehenden Kunden so abgefragt, gab es diesen Hinweis, gab es die unmittelbare, einfache Opt-out-Möglichkeit? Nö. Gut, wenn das nö ist, dann lautet die Antwort auch nein, dann darf man die Daten dazu nicht verwenden. Wenn doch mal jemand aufzeigen sollte und sagen, ja, das haben wir alles ganz sauber gemacht, dann würde das funktionieren. Gibt es da noch vielleicht noch als ergänzende Frage, wie lang, also dass man es nochmal klar sagen kann, vielleicht, wie lang darf ich das speichern? Oder wie lang, sage ich, darf ich jetzt in 5 Jahren denn nochmal eine E-Mail schreiben? Da gibt es sogar ein paar Gerichtsentscheidungen dazu. Wenn ich jetzt Newsletter-Einwilligungen einhole und ich sende regelmäßig einen Newsletter, dann darf ich das ewig speichern. Ich muss das auch nie neu abfragen, willst du eh noch immer. Ja, also das muss man nicht tun. Wenn ich aber jetzt, und so war ein Beispiel in der Rechtsprechung, heute eine Newsletter-Einwilligung einhole, weil ich total enthusiastisch bin, boah, ich mache jetzt meinen Newsletter, und dann passiert das, was manchen passiert, dass man die nächsten 3 Jahre nicht dazukommt und den Newsletter erst 3 Jahre später startet, dann gelten diese alten Einwilligungen nicht mehr, weil der zeitliche Zusammenhang verloren ist. Ja, das Gleiche wäre der Fall, wenn man mal eine sehr lange Pause macht oder so. Auch dann würden die Einwilligungen verfallen. Aber wer jetzt im regelmäßigen Abständen das macht, ja, und wenn es nur halbjährlicher Newsletter ist, dann halt alle halbe Jahr so ungefähr seine E-Mails rausballert, der ist im grünen Bereich. Wir haben dann nächste Frage. Wie arbeitet LegalWeb.io, beziehungsweise was kann es? Und vielleicht gleich dazu, was sind die Vorteile von LegalWeb? Also bei LegalWeb ist es mal so, dass wir tatsächlich alle Urteile und alle White Papers der Datenschutzbehörden durchanalysiert haben und das Pop-up so aufgebaut haben, dass hier überall ein grünes Hackerl ist. Das mag irgendwie selbstverständlich klingen, ich kann aber bestätigen, nachdem ich den Markt sehr gut kenne, es ist es leider nicht. Ja, also wir haben hier tatsächlich darauf geschaut, dass die Website-Betreiber auf der sicheren Seite sind, datenschutzrechtlich. Das ist der große Vorteil, das geht teilweise, muss man auch klar sagen, etwas auf Conversion, weil Rechtskonformität hier tatsächlich ein kleines Conversion-Hindernis ist auf der einen Seite. Wie funktioniert es? Man loggt sich bei uns ein, man konfiguriert die Website, man sagt, ich habe Google Analytics, ich verwende Google Ads, ich verwende Matomo, ich verwende Mailchimp und. Die Dienste, die einwilligungspflichtig sind, kommen dann ins Pop-up, werden dann auch von uns gesteuert, entweder indem wir den Code direkt ausführen oder indem wir Google Tag Manager oder Matomo Tag Manager steuern.
und damit unter Kontrolle haben, welcher Dienst ausgeführt wird und welcher nicht. Über das Pop-up kann man auch die Dienste widerrufen. Das heißt, auch die Widerrufsmöglichkeit ist inkludiert. Alles, was mehrsprachig ist, haben wir mit Gerichtsdolmetschern übersetzen lassen, die dort auch selbst Juristen sind, so dass sichergestellt ist, dass also das auch rechtlich korrekt übersetzt ist. Wir haben hier keine Community-Übersetzungen. Und was auch noch eine Besonderheit ist, die Datenschutzerklärung zu allen Diensten wird auch automatisch generiert und mitgeliefert, so dass hier tatsächlich auch eine Durchgängigkeit da ist und alle Dienste zusammenpassen. Bekommen tut man die Daten von uns dann entweder über eine API, die man an eigene Systeme andocken kann oder an Plugins für diverse Content-Management-Systeme. Das heißt, wir haben auch den Vorteil, dass wir jetzt keine CDN-Lösung sind, wo wieder ein Drittanbieter ins Spiel ist, der personenbezogene Daten geliefert bekommt, sondern datenschutzrechtlich extra sauber. Es ist jetzt aus User-Sicht eine reine On-Premise-Lösung, die zwar ihre Datensätze von woanders bezieht, aber ausgespielt an den User wird es On-Premise und damit extra datenschutzkonform. Cool. Vielleicht die letzte Frage, da sind wir, glaube ich, schon am Ende. Und zwar, es gibt ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel sowas wie HubSpot benutze, was halt Software auf einem fremden Server ist, und wenn ich Matomo auf meinem eigenen Server installiere. Kann man da vielleicht nochmal eingehen, was so der Vorteil von diesen Lösungen ist? Also alles, was on-premise ist, so wie ich, ist jetzt datenschutzrechtlich mal von der Grundidee her immer besser, weil je weniger Unternehmen im Spiel sind, umso besser. Wobei jetzt Drittanbieter nicht per se schlecht sind datenschutzrechtlich. Ja? Daher gibt es ja auch Auftragsverarbeiter, Auftragsverarbeiterverträge. Das, bei Matomo ist das Feine, egal ob on-premise oder in der Software-as-a-Service-Lösung oder gehostet bei einer Agentur. Die Daten werden tatsächlich nur im Auftrag des Website-Betreibers verwendet. Da liegt zum Beispiel der große Unterschied zu Google Analytics. Die Google Analytics-Daten werden nicht nur im Auftrag des Website-Betreibers zu dessen Analysezwecke verwendet, sondern von Google dann in der großen Google-Datensuppe weiterverarbeitet. Damit ist Google eigentlich kein Auftragsverarbeiter, also ganz klar kein Auftragsverarbeiter, sondern ein gemeinsamer Verantwortlicher. Und damit sind wir datenschutzrechtlich in einer ganz anderen Liga und bei Google speziell und auch bei Facebook speziell in einer anderen Liga, weil wenn man jetzt dort fragt, wozu werden diese Daten weiterverarbeitet, kann man nur Schulterzucken und sagen, ich weiß das ehrlicherweise gar nicht. Aber man hört Übelstes. Ja? Also jetzt bei Facebook, die Daten sind bekanntermaßen an Unternehmen verkauft worden, die damit demokratische Wahlen manipuliert haben. Ja? Und wenn man sagt, ich weiß nicht, was passiert, ist man beim Datenschutzrecht eigentlich schon im tiefschwarz illegalen Bereich. Vielleicht als Beispiel, es gibt halt ja ein Mautic-Formular, was ich einbauen kann als iframe, und ein Google-Formular. Was müsste ich zum Beispiel machen bei einem Google-Formular jetzt rechtlich, dass ich es überhaupt einbetten darf? Dürfte ich das einfach so, wie es alle machen? Also Google ist momentan eben auch aufgrund dieser Privacy-Shield-Geschichte, das gecancelt ist, ein Grundproblem, so dass ich hier tatsächlich von Google-Formularen abraten würde, wenn es einen Ersatz gibt. Ja? Während bei Mautic, das kann ich on-premise bei mir hosten oder kann ich irgendwo anders Software as a Service hosten. Es wird egal sein. Die Formulardaten werde nur ich als Betreiber dieser Marketingkampagne verarbeiten, die gehen nirgendwo anders hin. Während alle Google-Daten bei Google das eben auch nicht gesichert ist, da werden vielleicht die Formulardaten selbst von Google nicht weiterverarbeitet, aber die Daten, dass der User hier ist, sich auf dieser Website bewegt und sich für irgendwas interessiert, werden definitiv weiterverarbeitet. Da ist also schon ein qualitativer Unterschied, was Google schon vorher problematisch gemacht hat. Jetzt mit dieser Privacy Shield Geschichte, ist es endgültig, so, dass man hier eigentlich abraten muss. Super, ich glaube, die Köpfe rauchen und viele fragen sich jetzt gerade so, was muss ich jetzt gerade alles noch umbauen, dass es wieder funktioniert? Aber ja, das war auch der Sinn, dass man da mal ein bisschen aufklärt und mal ein bisschen das Mindset öffnet, was da eigentlich passiert und was man eigentlich machen sollte. Ja, Nico, danke für die Danke. Einladung.
diese Top-Veranstaltung, hat mir echt Spaß gemacht. Danke an alle, die teilgenommen haben. Und wer Fragen hat, einfach kurze Mail entweder an mich oder mich googeln und über irgendein LinkedIn oder so kontaktieren. Und wenn es um technische Themen geht, direkt an den Nico. Ja, ihr könnt auch noch in den Booth kommen, wenn ihr wollt, schnell, dann können wir auch Daten austauschen direkt dort. Aber super, vielen Dank und wir haben uns. Ja, und danke an die Mauticon. Tschüss. Ja.